Seemap ist ein Pokémon mit den Typen Eis und Wasser, existiert seit der dritten Spielgeneration und kann sich zu Sejong entwickeln, welches sich wiederum zu Walreiser weiterentwickeln kann. Seemap ist ein walrossartiges, überwiegend blau und beige gefärbtes Pokémon. Es zeichnet sich durch einen kugelrunden Körper mit beigenfarbenen Bauchseiten und einem dunkelblauen Rückenbereich mit weißen Flecken aus. Es verfügt über zwei kleine Vorderflossen und eine breite gefächerte Schwanzflosse. Sein Gesicht setzt sich aus einem breiten Mund mit zwei kleinen Stoßzähnchen, rundlichen Ohren und schwarzen Knopfaugen zusammen und in seiner Shiny-Form ist der Rücken lila gefärbt. Seemops ist besonders langsam und nicht besonders kräftig, weist jedoch vergleichsweise hohe Kraftpunkte auf. Gegnern rückt es mit mächtigen Attacken des Eistyps zu Leibe, wie beispielsweise Aurora-Strahl, Blizzard oder der K.O.-Attacke Eiseskälte. Es nutzt jedoch auch seinen rundlichen Körper aus, um mittels Einigler seine Verteidigungsfähigkeiten zu verstärken oder einem Feind mit Walzer zu begegnen. Es kann bedeutend schneller rollen als laufen, sein speckiger Körper eignet sich zudem für Body Slam und schlägt sich auch in seiner Fähigkeit Speckschicht nieder, welche es vor Feuer- und Eisattacken beschützt. Seine Fähigkeit Eishaut verdeutlicht seinen kalten Lebensraum und erlaubt es ihm in Hagelstürmen Kraftpunkte zu regenerieren. Seemops scheint faul und schläfrig zu sein, mittels Erholung und Schlafrede nutzt es dies für sich aus. Einige wenige Exemplare weisen dazu passend die versteckte Fähigkeit Dösigkeit auf, welche die Wirkung von Anziehung verhindert. Wilde Seemops finden sich in kalten, wasserreichen Regionen wie der Küstenhöhle in Hönn, wo sie sich rollend über Eisschollen fortbewegen. Ihr klobiger Körper ist zum Schwimmen und Laufen kaum geeignet, weshalb sie auf die Schollen angewiesen sind, um Wasserflächen rollend zu überqueren. Seemops Körper ist mit überaus weichem Fell bedeckt, welches das Pokémon vor dem Frieren schützt. Wenn es freudig ist, lässt es seine Flossen laut aneinander klatschen. Gruppen dieses Pokémon veranstalten beim Mahlzeiten folglich ein lautes Getöse. Dabei ist Seemops der erste Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe. Es kann sich zu Sejong weiterentwickeln, das sich wiederum zu Walreiser weiterentwickeln kann. Sein speckiger Körper nimmt dabei stark an Größe und Gewicht zu und es prägt seine Gliedmaßen stärker aus. Auch entwickelt es einen Schnurrbart, der schließlich sein gesamtes Gesicht umschließt und große Stoßzähne. In den Spielen wird die Entwicklung von Seemops zu Sejong auf Level 32 ausgelöst und von Sejong zu Walreiser auf Level 44. Und mit seiner Typenkombination nimmt es Viertelschaden gegen Eisattacken, halben Schaden gegen Wasserattacken, doppelten Schaden gegen Kampf, Gestein, Pflanzen und Elektroattacken, der Rest macht normalen Schaden. Hat es zusätzlich die Fähigkeit Speckschicht, wird der Schaden von Feuer- und Eisattacken weiter reduziert, von Feuer auf halben Schaden und von Eis auf Immunität.